Leute, willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Graubünden in Thüringen. Was ist in den letzten Wochen oder Tagen auf meiner Anlage passiert? Ich habe mich jetzt daran gewagt, nachdem alles grundiert ist, wie gesagt, mit den Gaps, die Tunnelportale eingebaut sind, zu begrünen. Und zwar möchte ich das jetzt ganz kurz vorstellen mit meinem Zug. Das hier ist es diesmal, habe ich nachgebildet, den Zug zur Jahresversammlung bzw. Jahreshauptversammlung vom Club 1889, der nach Le Presse fuhr, mit dem aus dem Jahr 2019, mit dem Berliner Triebwagen 46, der jetzt hier schon in seiner alten Lackierung ist, was jetzt ja irgendwann in echt auch wieder so passieren soll, dass er wieder mit seinem Originalfarbton von 1965 umherreisen soll. Und dahinter ist, wie gesagt, ein zweiter Klassewagen von der Berliner Bahn sowie noch zwei Güterwagen. Jetzt würde ich sagen, lassen wir den Zug mal fahren. Aber was, oder vorher möchte ich noch sagen, was jetzt als nächstes ansteht. Ja, ein nächstes wird anstehen. Ich werde mich hier um den Bahnsteig nächstes Wochenende kümmern, sowie will ich dann hier unten auf der nächsten Etappe begrünen, da ich dann schon mal zwei Abschnitte begrünt habe hier und der Bahnsteig da oben hinkommt noch. Wenn ich dann hier oben erstmal fertig bin, dass dann da nur noch irgendwann mal die Oberleitungsmasten hin müssen, wenn ich dann wieder welche mir geholt habe. Ja, das war es eigentlich auch so. Was es so erstmal Neues zu erzählen gibt. Und ja, ich weiß nicht, ob wir Detailansichten mal so zeigen, was es jetzt hier eigentlich so geschehen ist. In den Oberleitungsmasten können wir gleich noch richten. Letzten Wochen, Tagen. Dann würde ich sagen, lassen wir den Zug mal rollen. Wenn er keine Kontaktprobleme hat. Das geht auch so. Ja, das kann jetzt natürlich vorkommen, weil ich jetzt noch nicht die Gleise geputzt habe. Nach den Kleben. Mit dem Gras jetzt, wie gesagt, sondern jetzt nicht. Muss aber, ich glaube, es hat hier keine Punkte mehr. Ich wollte eigentlich nur mal zeigen, wie hier aktuell der aktuelle Stand ist. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Graubünden in Thüringen. Ich schätze so, dass es Ostern werden wird. Also Richtung Ostermontag, also Karfreitag, habe ich mir ein Ziel gesetzt, am Karfreitag. Das nächste Video bis dahin ist zwar eine etwas längere Zeit, aber dann will ich euch die Anlage fertig begrünt vorstellen und ja, mit Oberleitungsmasten dann. Gut, ich will nicht weiter drum rumreden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Thüringer Weitzug.